Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Penny DEL-Spiel der Augsburger Panther gegen den ERC Ingolstadt. Das Spiel endete vor 6.179 Zuschauern, also ausverkauftem Haus, aus Sicht der Augsburger Panther mit 3:2 nach Penalty-Schießen. Bei mir auf dem Podium darf ich die beiden Trainer begrüßen für unsere Gäste aus Ingolstadt, Mark French, und für die Augsburger Panther unseren Head Coach Christoph Kreuzer. Die ersten Worte gehören wie immer dem Gästetrainer. Mark, may I have your thoughts about the game? Thank you. First of all, I'd like to congratulate Augsburg on the shootout win. You know, they got an early power play. I thought we were doing a decent job of killing it off, and they were able to capitalize and take the lead with three seconds to go in the kill. That goes off our stick and in the net, but you know, it's one of those things. I thought we battled hard for the duration of the first, and in the second, it was obviously nice to see the equalizer go in the second period. Disappointed to give up the tie and let them take a 2-1 lead going into the third period. Third, again, I thought we pushed pretty hard. Again, we were able to tie it 2-on-2, and then, you know, down the stretch, obviously, both teams had opportunities. They had a 5-on-3. Proud of our guys to be able to kill off that 40 seconds, and then we had a 4-on-3 that started at the end of regulation that went into overtime, and neither team was able to capitalize, and you know, we weren't able to get the extra point by winning the shootout. Thank you very much, Mark. Christoph, Gratulation zum Sieg nach Penaltyschießen. Können wir deine Analyse vom Spiel bitte haben? Ja, also es war das erwartete harte Spiel. Ich denke, wir sind einigermaßen gut reingekommen, haben auch im Powerplay unser Tor geschossen, sind in Führung gegangen. Das war wichtig für uns, dass wir da auch ein gutes Gefühl hatten. Im ersten Drittel waren wir so eigentlich ganz gut im Spiel. Im zweiten Drittel war überhaupt nicht unser Drittel. Ingolstadt hat sehr viel Druck gemacht. Wir haben sehr viel in der defensiven Zone arbeiten müssen. Und sind dann im letzten Drittel wieder besser ins Spiel gekommen. Beide Mannschaften hatten dann am Ende hinten raus gute Möglichkeiten, sicherlich in der Überzahl das zu machen. Ich glaube, dass von beiden Seiten heute das Unterzahlspiel sehr gut war und das nicht so einfach war. Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel, aber manchmal haben wir ein Top-Spiel und wir haben keine Punkte. Heute haben wir nicht unser bestes Spiel, aber wir haben gewonnen. Und 2 Punkte, das ist sehr wichtig, das ist das Wichtigste am heutigen Abend. Muss aber ein extra Lob auch an Markus Keller geben, der heute eine hervorragende Leistung gebracht hat. Danke. Danke, Christoph. Gibt es von Ihrer Seite irgendwelche Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Nachdem es keine Fragen gibt, darf ich unseren Gästen aus Ingolstadt einen guten Nachhauseweg wünschen. Für die Augsburger Panther geht es am Sonntag weiter mit dem Auswärtsspiel in Schwenningen. Das nächste Heimspiel findet dann für die Augsburger Panther statt am Freitag, den 2. Februar. Zu Gast sind dann die Kölner Haie. Auch dieses Spiel ist bereits ausverkauft. Bis dahin allen eine gute Zeit und einen schönen Abend. Herzlichen Dank.